Ich weiß nicht, ob ihr mitgeschnitten habt, was das Atom Television Studio, was gestern rausgebracht wurde von Blackmagic Design, für ein Gamechanger ist. Jetzt mal wirklich, dieses Atom Control Panel ist insgesamt ein 4-in-1 Pult. Erstens eine Videoregie zum Umschalten von Videostreams. Zweitens ein Tonpult, weil du kannst über die MADI-Karte, die schon verbaut ist und die normalerweise in Tonpulten richtig teuer ist, 8 Channel Audio mit reinbringen und diese live mischen. Drittens, es hat ein eingebautes Telly-System, was dich nichts weiter kostet, was normalerweise in freier Wildbahn so um die 700 bis 1500 Euro schon mal kosten kann. Und viertens, es hat eine Kamerasteuerung und ich glaube persönlich, dass Blackmagic Design Pläne hat, uns eine PTZ-Kamera zu geben, die man direkt von diesem Pult aus steuern kann. Weil eine Blackmagic Pocket Cinema-Kamera als PTZ-Kamera zu nutzen, ist nichts Neues. Hat Mittelfinks auch schon gemacht. Aber das von Blackmagic Design in einer integrierten Hardware-Pipeline zu sehen, wäre einfach krass und würde die ganzen Marshall und Bird Dogs so vom Tisch fegen, weil die Image-Quality aus den Blackmagic-Kameras einfach um 12.000 Mal besser ist. Und ich glaube, Blackmagic Design will das auch integrieren und somit eine One-Man-Broadcast-Band erschaffen, die Live-Ton, Live-Videoschnitt und Kameraführung in einem verbindet. Außerdem finde ich es richtig interessant, dass die Atom Switcher sich Streams aus dem Internet greifen können, wenn ihr zum Beispiel eine Kamera habt, die ihr auf irgendeinem Posten habt und keine Kabel dahin führt, steckt ihr einfach ein Handy an, ladet die Settings-Files auf die Kamera, dann könnt ihr über euer Handynetz den Videostream schicken und die Kamera steuern. The stream's going out to the mobile phone network and back into our building via our internet connection. Was, glaube ich, ein ganz schönes Ding ist, um euch einfach Kabelrollen über Kabelrollen zu sparen. Finde ich persönlich sehr geil. Aber da würde mich wirklich interessieren, was denkt ihr vom neuen Atom Television und worauf wartet ihr sehnsüchtig von Blackmagic Design? Schreibt's mir in die Kommentare.